Ja, und da bin ich auch schon wieder mit Let's Play Gothic. Ich habe diesmal nicht wir gesagt, boah, obwohl es ja eigentlich heißt, lass uns Gothic spielen. So, ich beziehe euch da einfach mal ein bisschen mit ein. Wir haben das letzte Mal mit den... Oh, Bergmoos, lecker. Wir haben das letzte Mal mit den obersten Wassermagier, ich wollte schon Kronos sagen, Saturas gesprochen. Ich hoffe, so heißt der. Ja, wir sollen die restlichen vier... Oh Scheiße, ich sehe da hinten schon wieder Snapper. Wir sollen die restlichen vier Fokussteine organisieren. Ja, und das machen wir jetzt auch. Der erste Weg, also der nächste Weg, ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir das, glaube ich, machen. Auf jeden Fall, der nächste Weg führt uns hier hoch. Ich schaue gerade mal auf die Karte, damit ihr das besser seht. Ja, ich dachte schon, die kommt jetzt nicht. Und zwar verfolge ich jetzt hier den Weg an diesen Bergpfad entlang. Ihr seht das links mittig so. Da ist ein Pfeil eingezeichnet. Da befinden wir uns gerade. Und ich gehe zu diesem südwestlichen Punkt. Allerdings versperren uns die Snapper den Weg. Oh, der erste kommt schon. Ja, ich lasse die wieder einzeln kommen. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Aber das Vieh wahrscheinlich. Boah, das kann cheaten. Wir wären bestimmt schon fünfmal runtergefallen. So. Zack. So. Das Vieh liegt. Und wir können ihm seine Zähne berauben und die Klauen ziehen wir auch gleich ab. Allerdings hat er jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich habe das. Also, ich habe das Gefühl, dass. Oh, die hauen nochmal gut rein. Dass dieses Blocken zeitlich bedingt ist. Also so zack. Ach ne, ich muss die Waffe gezogen haben. So zack. Und dann muss man am besten hier schon so rumhampeln. So seht ihr? Zack. Obwohl der immer wieder automatisch in den Pariermodus reingeht, wenn ich das gedrückt halte. So, jetzt versuche ich den anderen Snapper noch herzulocken. So zack, den haben wir. Ja, das ist ein bisschen zeitaufwendig, aber ich denke, letztendlich ist es besser, als jedes Mal den Spielstand zu laden. So. Zack, zack. Zack, zack. Liegt das Vieh. Das ging diesmal besser als beim letzten Vieh. So, und dann gehen... Oh, das ist zu weit. So, jetzt aber. Okay. Ja, antäuschen und dann nicht kommen gibt's nicht. Jetzt komm her. Auch interessant, dass der andere uns noch nicht gesehen hat. So, mal ein bisschen zurückhüpfen hier. So, komm her. Zack, zack. Oh, der ist nach hinten gesprungen. Sehr schön. So, dann holen wir uns den. Ach, da renne ich gleich einfach durch. Wir looten den erstmal. Den haben wir schon. Den. So. Und dann können wir auch schon durchlaufen. Was zum... Was ist das? Ja, schon recht, ein Bluthund. Es war ein Bluthund. Ganz schön fiese Kreatur. Ich hoffe, die Zähne geben richtig Asche von dem. Oder Zähne oder was das war. Hier ist eine Höhle. Erstmal alles einsacken, kennt der ja von mir. Außer die Pilze. Ist hier noch einer? Nee. Hier schwebt ein Trank in der Luft und ein Ring. Und zwar, jetzt muss ich gucken, Lebensenergiebonus plus 10. Wie, wir können nur zwei Ringe tragen? Wir haben 10 Finger und können nur zwei. Das habe ich noch nie in einem Rollenspiel verstanden, wieso man nicht auf jeden Finger einen Ring stecken kann. Das ist doch ätzend. So, was haben wir hier? Schutz vor Pfeilen und Stärke-Bonus. Dann haue ich Schutz vor Pfeilen weg, denn uns attackiert hier niemand mit Pfeilen. Und Lebensenergie-Bonus, denn Leben ist immer gut. Zum Sterben hätte ich das Spiel auch gar nicht starten brauchen. So, hier geht's weiter. Und das
Das Gute an diesem Fokussteinsuche ist, dass wir eigentlich doch nie so alleine sind. Wir werden immer einen Freund und einen Begleiter finden. So viel Spoiler muss sein. Und die tauchen übrigens auch in den weiteren Spielen immer wieder auf, diese Figuren. Wie gesagt, hier nimmt alles seinen Lauf. Ich denke, ja, die meisten werden die Geschichte hier von Gothic kennen. Aber ich denke, gerade die nur Teil 3 oder so kennen, für die ist das bestimmt mal ganz interessant zu sehen, wie das alles so seinen Ursprung hier hatte. Denn man hat ja nicht auf einmal die Freunde aus, was weiß ich, aus der alten Schulzeit oder so. Ha! Und wen haben wir da? Ich speichere hier erstmal ganz kurz. So, zack. Zack, zack. Denn wir haben den Bluthund und die Snapper haben ja geschafft. So, und auf wen treffen wir? Auf den guten alten Milton. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, immer bescheiden, was? Richtig, jetzt Leons Magie. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ah ja. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Okay, das reicht. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Ja, super. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Ja, das klingt echt so. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Okay, das heißt, da unten geht's wahrscheinlich richtig ab. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja, der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Ach Mann, also, der scheint wohl nicht so zerstörungsfreudig zu sein. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Klasse. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir.
Nein, noch nicht folgen. Ah. Ja, also da unten ist einer der Fokussteine. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Jetzt schon? Folgt er uns denn? Also ich weiß nicht, ich würde lieber... Moment. Ja gut, das sind nur 5500 Erfahrungspunkte. Aber ich wollte wenigstens die Heilpflanzen noch einstecken. Die da oben rumlag. Okay, wir haben ihn hinten an. Vielleicht lässt es sich so doch noch ganz gut leveln. Vielleicht sollten wir so ins Orkgebiet gehen. Nee, aber ja, das hilft alles nichts. Wir scheinen wohl in die Gruft zu müssen jetzt. Ich guck gerade, ob hier irgendwelche Kreaturen noch auf dem Weg sind. Wie zum Beispiel in der Höhle da vorne. So, das nehme ich mit. Was haben wir hier? Eine Höhle. Aha, mit irgendwelchen Räumen. So, ich speichere hier lieber. Denn man weiß ja nie, was da drin ist. Hinterher ist da wieder so ein fetter Schattenläufer. Aber das kann Milton machen. Da ist zumindest irgendwas. Erstmal alles einstecken hier. Eine Axt, die wird aber wahrscheinlich kaum tödlicher sein als, ja, als unser Schwert. Das ist immer noch das Nonplusultra hier bis jetzt. So. Was haben wir hier drin? Nur eine Kiste. Dann wollen wir mal ran ans Werk. Oh, die geht ja sogar auf. Toll, jetzt habe ich nicht gesehen, was er zuerst eingesteckt hat. Auf jeden Fall ist hier noch ein bisschen Erz versteckt gewesen. Also das Erkunden scheint sich hier echt zu lohnen. So, hier ist nichts mehr, nur noch ein kaputter Tisch. Ein paar Knochen. Wir können die Knochen einsammeln und die Monster dann mit den Knochen bewerfen. Irgendwann geben die bestimmt auf oder haben sich totgelacht. So, was haben wir hier noch? Da hinten sind noch... Oh. Das sieht eher nach einem Schattenläufer aus, da hinten. Da gehe ich nicht hin. Das könnt ihr vergessen. So, aber ich wollte das... Ach, ist jetzt auch egal. So, ich gehe jetzt in das Stonehenge. Mit dem Milton. Aber wieso muss ich den Feuerball von dem Pergament zaubern, wenn ich einen Zauberer dabei habe? Also der könnte doch einfach... Ach, Untote vernichten ist das. Magieschaden. Den rüste ich schon mal aus. Das ist die 4. Könnt ihr euch merken. Hier geht auch noch ein Weg lang. Ah, hier sind noch Heilkräuter. Die etwas stärkeren. Erinnert euch, die mit den orangenen Blättern. Das sind die etwas stärkeren. So, und ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Wahrscheinlich ist hier noch jede Menge und ihr klatscht euch die Hand vor die Stirn. Naja, dann wollen wir mal. Gespeichert habe ich, ja. Ach, hier gibt es noch nicht mal einen Ladebildschirm. Das heißt, hier müssen wir vorsichtig sein. Na, wie gut das jetzt... Ja. Also irgendwie ist das doch für den Hintern jetzt. Dass alle auf einmal kommen. Zack. Na, oh, toll. Also wir sind gleich tot. Also das ist... Wir sind echt zu schwach dafür. Ja. Und mit diesem schönen Ausblick hier. So, Moment, so. Mit diesen, mit dieser Ansicht auf diesen schönen, leblosen Körper in einer Gardistenrüstung mit dem daneben blinkenden Schwert verabschiede ich mich in diesem Part und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.